Heute haben wir mal wieder ein bisschen Spielzeug am Start, und zwar die Endify Navis F360 ARGB Wasserkühlung. Ihr seht schon, zwei Kartons. Warum zwei? Einer davon könnt ihr gewinnen, original verpackt, kommt dann kostenfrei zu euch nach Hause. Voraussetzung ist, ihr wohnt in Deutschland und verfasst einen Kommentar. Dann werde ich einen von euch auslosen in meinem Livestream auf Twitch und der kann die dann gewinnen. Das Gewinnspiel läuft meistens so ein, zwei Wochen, dass ihr da ungefähr Bescheid wisst. Also einfach mal im Stream vorbeischauen. Ansonsten, der Gewinner wird natürlich auch unter den YouTube-Kommentaren auf jeden Fall benachrichtigt. Ist bisher immer gut gelaufen, funktioniert. Die Wasserkühlung werden wir auf einem B760-Board von Gigabyte verbauen mit einem 12700K. Wir werden dann sehen, ob die es schafft, den 12700er zu kühlen. Sollte aber eigentlich funktionieren. Aber die Temperaturen sind immer ganz interessant. Und das Ganze packen wir dann auch noch hier in das Gehäuse rein. Die Besonderheit an diesem Gehäuse ist jetzt einfach nur, dass die nur in die Front geht. Ich habe kein anderes da. Ich habe nur dieses eine Gehäuse noch hier und da werde ich sie dann in die Front einbauen. Ist mal was anderes, anstatt die immer oben einzubauen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an zu bauen. Ich zeige euch, welche Sockelkits so dabei sind, wie das funktioniert, zumindest jetzt bei Intel. Ich habe jetzt hier ein Intel-Board. Natürlich ist auch ein AMD-Sockelkit mit dabei. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, was das Ding so leistet. Was erstmal auffällt, ich habe die jetzt so aus dem Karton geholt. Die ist auf jeden Fall anders verpackt als die 240er. Die 240er habe ich ja schon mal getestet als Non-ARGB-Variante. Und ihr seht, hier ist die Wasserkühlung auf jeden Fall gut geschützt. Und was ich auf jeden Fall feiere, die Lüfter sind schon vormontiert. Das macht es mir jetzt natürlich ganz besonders einfach. Das ist selten, dass eine Wasserkühlung so daherkommt. Bei Arctic kenne ich das unter anderem. Aber es gibt auch viele, wo es noch nicht vormontiert ist. Das Coole in dem Fall ist jetzt natürlich, dass die Verkabelung schon vorgenommen worden ist. Die braucht ihr wirklich nur noch oben ins Gehäuse setzen oder eben seitlich. Und braucht daran eigentlich nichts mehr zu ändern. Hier laufen alle Kabel zusammen. Das ist ein stinknormaler 5 Volt ARGB-Anschluss. Haben die meisten Mainboards heutzutage sowieso. Die Lüfter werden wir uns gleich noch anschauen im Betrieb, wie laut die sind und wie die Beleuchtung davon aussieht. Hier haben wir den Pumpenkopf, der hat eine Kupferplatte, hier ist noch die Schutzfolie drauf, dann wird wohl Wärmeleitpaste mitgeliefert sein, ich hoffe es zumindest. Und hier ist halt der ganz normale Pumpenanschluss und auch nochmal 5 Volt ARGB, die werdet ihr wahrscheinlich aber zusammenstecken können mit der Wasserkühlung und dann nur noch ein Kabel auf dem Mainboard haben. Dazu bekommen wir dann noch eine Anleitung und natürlich das Zubehör. Und wie ich auch schon vermutet habe, ist Wärmeleitpaste auf jeden Fall mit am Start. Die Spritze reicht auf jeden Fall für 3 bis 4 Anwendungen, also so viel braucht ihr gar nicht. Hier haben wir noch eine Kabelverlängerung für den PWM-Anschluss von den Lüftern, weil wir sehen, hier vorne bei der Wasserkühlung kommt der Anschluss einfach hier oben raus. Der muss natürlich verlängert werden. Was ich ein bisschen schade finde, wir haben hier keine saubere Unterteilung, was Intel oder AMD angeht. Normalerweise hat man eine Tüte Intel, eine Tüte AMD. Ja gut, jetzt ist es hier ein bisschen zusammengewürfelt. Man wird natürlich dann aus der Anleitung schlau, aber es wäre ein bisschen sauberer gewesen, wenn das nochmal unterteilt gewesen wäre. Was aber auch noch ganz nice ist, hier ist ein kleiner Controller dabei. Der wird einfach nur an SATA-Strom angeschlossen. Dann habt ihr hier einen RGB-Anschluss für 5 Volt ARGB, falls euer Mainboard das nicht mitbringt. Und hier schließt ihr dann einfach euren Reset-Knopf an von eurem Mainboard und dann könnt ihr verschiedene Farbprogramme durchschalten über dieses Teil. Ist halt interessant für Leute, die ein älteres System haben und trotzdem nicht auf ARGB verzichten wollen. Hier auf der ersten Seite der Anleitung sehen wir schon AM4 und AM5 kompatibel. Das bedeutet für euch einfach nur, dass alle aktuellen Ryzen-Prozessoren unterstützt werden von dieser Wasserkühlung. Und bei Intel passt es ebenfalls für alle gängigen Prozessoren. 1700, 1200, 1150, 1151, 1155 und 1156. Alles LGA. Und hier sehen wir auch LGA 2066, 2011-3 und 2011 ganz normal. Also alle gängigen Intel- und AMD-Prozessoren werden von dieser Wasserkühlung unterstützt. Und die Verkabelung wird hier auch komplett erklärt. Es ist aber watschen einfach. Ich zeige euch das jetzt einfach gleich mal. Wir werden einen Intel 12700K verbauen, also LGA 1700. So soll die Backplate angeordnet werden auf dem Mainboard. Die Backplate ist aus Vollmetall, verchromt. Ja, gut, man sieht hier einen Patcher drauf, ist aber egal. Wir verbauen das ja sowieso hinter das Mainboard. Und wenn man die Backplate hinter das Mainboard gelegt hat, sieht man hier, kommen einfach diese langen Schrauben drauf. Da drauf dann der Pumpenkopf, dann die Federn und dann die Kopfschrauben. Das war es eigentlich schon. Ich bereite das jetzt erstmal hier vor und dann baue ich das ganze Mainboard ins Gehäuse ein und dann auch die Wasserkühlung ins Gehäuse. Nur um euch das Ganze mal zu veranschaulichen, ich habe jetzt die Backplate von hinten dahinter gehalten und einfach diese Stege da drauf geschraubt. Da ist sogar hier so ein kleiner Mausschlüssel dabei, dass man die sozusagen noch festziehen kann, wenn man das möchte. Und so sieht die ganze Nummer von hinten aus, dass ihr mal eine Idee bekommt. Hier oben in diese Schraubenlöcher sind jetzt einfach nur diese Schrauben reingegangen. Das liegt ganz normal auf, das passt. Um es jetzt nochmal grob zu erklären, hier käme jetzt der Pumpenkopf drauf, dann wird diese Feder darüber gestülpt und dann diese Schrauben und dann wird die ganze Nummer einfach nur festgeschraubt. Ich würde dann mal sagen, ich baue das Mainboard jetzt schon mal in das Gehäuse rein und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die Wasserkühlung reinkommt. Ey, ich habe mich ja eben so gefreut, dass die Lüfter vormontiert sind und dass die Kabel alle schön gelegt sind und so, ne? Wenn ich den jetzt da oben einbaue, zeige ich euch mal was. Also gehen wir jetzt mal davon aus, ihr baut diese 360er Wasserkühlung oben ein, was bei dem Gehäuse natürlich nicht geht.
und ihr wollt die Schläuche auf der rechten Seite haben, dann gucken euch die Kabel an. Ihr könntet die dann nur drehen, sie so einbauen und dann den Pumpenkopf so da drauf setzen. Ist blöd. Also ich muss die ganzen Lüfter jetzt abmachen, einmal drehen und andersrum machen. Selbst wenn ich sie nämlich dann hier einbauen will, muss ich die Lüfter entweder drehen oder auf die andere Seite schrauben, damit eben die kalte Luft reingezogen wird. Und das werden wir jetzt auch machen. So, jetzt haben wir die Lüfter hier, hier den Radiator, den werde ich jetzt hier in die Front reinsetzen und von vorne die Lüfter draufschrauben. So, und die RGB-Kabel, die ziehen wir jetzt einfach hier an der Seite durch. Und genauso werden wir jetzt hier oben das Verlängerungskabel einfach anschließen und das dann auch an der Seite einfach durchführen. Und einige von euch werden jetzt sagen, Schläuche oben ist nicht so geil. Vollkommen richtig, ich würde sie auch lieber unten herlegen oder oben einbauen, klare Sache. Geht aber bei diesem Gehäuse nicht anders, weil hier der Schlauch zu sehr gebogen werden würde und das ist halt nicht gut für den Schlauch. Und das ist auch nicht schlimm, solange die Pumpe, die dann hier drauf kommt, nicht der höchste Punkt ist. Hier kann es jetzt ein bisschen passieren, dass es vielleicht ein bisschen gluckert oder so, macht der Leistung aber nichts und der Pumpe auch nichts. Und wenn wir gerade beim Thema Pumpe sind, ich werde die jetzt so einbauen, dass das Logo nach unten zeigt, ganz normal, dann gehen die Schläuche hier oben rüber und dann einfach in die Pumpe rein und dann schließen wir die auch noch an. Auch hier ganz wichtig, zuerst immer die Folie abziehen, sonst habt ihr hinterher Temperaturprobleme. Auf den Prozessor machen wir jetzt einen Klecks Wärmeleitpaste, das ist die Enderfy Pectum PT3, sagt mir jetzt so nichts, aber die werden wir jetzt mal ausprobieren. Hab da wieder mein bekanntes Würstchen drauf gesetzt und dann setzen wir die Pumpe jetzt passend hier zu diesen Schrauben drauf. Und dann haben wir hier diese Federn und diese Schrauben und die setzen wir jetzt auch einfach hier oben auf die einzelnen Köpfe drauf und drehen die fest. Und die drehe ich jetzt über Kreuz fest einigermaßen, also immer nur so ein bisschen, damit sich die Wärmeleitpaste auch gut verteilt und der Anpressdruck auch überall gleich ist. Die Pumpe ist soweit drin. Hier vorne haben wir den Radiator, hier die Lüfter einfach vorgeschraubt. Ich werde den Deckel von vorne auch erstmal weglassen, damit der Deckel eben keinen Einfluss auf die Temperaturen hat. Ich weiß ja nicht, was ihr für ein Gehäuse habt, wo ihr das verbauen wollt. Und dann haben wir hier noch ganz normal SATA-Stromanschluss, der wird am Netzteil angeschlossen. Dann den ARGB-Anschluss für RGB eben und den Pumpenanschluss, der kommt dann oben auf den Pumpenanschluss vom Mainboard. Den könnten wir sowieso eben schnell anstecken, da komme ich nämlich gerade ziemlich gut dran. Ja, CPU-Opt, also entweder CPU-Pump oder CPU-Opt, das steht bei jedem Mainboard anders. Den SATA-Anschluss, den lege ich mir einfach hinten ins Gehäuse und schließe da das Netzteil dran an. Also von eurem Netzteil kommt dann so ein Stromkabel und da wird das Ding einfach draufgesetzt. Könnt ihr auch nicht Falschstrom draufsetzen, weil da so ein L drin ist. Also man kann es wirklich nicht verdrehen, es sei denn, man hat wirklich rohe Gewalt. Und damit die Pumpe und die Lüfter den gleichen RGB-Effekt haben, nehme ich jetzt einfach hier dieses Verteilerkabel, was ja von der Pumpe kommt, und schließe das noch zusätzlich an die Lüfter vorne mit an. Also ich habe es mal oben durchgelegt. Lang genug ist es auf jeden Fall. Von hier vorne kommt jetzt der RGB-Anschluss von den Frontlüftern und hier haben wir den RGB-Anschluss von der Pumpe. Dann ziehen wir einfach den Deckel ab und stecken die ganze Nummer hier drauf und das kommt dann aufs Mainboard. Genauso muss ich die Lüfter von vorne natürlich noch auf dem Mainboard anschließen. Das mache ich jetzt bei CPU-Fan. Der CPU-Fan-Anschluss liegt ganz normal neben CPU-Opt. Zur Erinnerung, das war für die Pumpe und das ist jetzt für die Lüfter. Und das Schöne bei dem Board ist jetzt, hier oben ist auch der RGB-Anschluss. Das bedeutet für mich, ich ziehe das Kabel von hinten auch durch und klemme den da oben drauf an. Ich habe gerade mal geschaut, ob der Deckel da noch drauf geht, wenn die Lüfter drin sind. Die waren ja vorher an der Innenseite verschraubt, jetzt sind sie außen, aber das passt. Der Deckel ist bündig drauf. Aber wie gesagt, den nehmen wir auch ab, damit wir jetzt keine Verfälschung der Ergebnisse haben. Und dann würde ich sagen, jetzt ist alles verbaut. Und wir machen die Kiste jetzt mal an und schauen gleich auch mal auf die Lautstärke und was der Cinebench sagt. So, der ganze Bums, der läuft nun. Ich musste noch ein bisschen was installieren, unter anderem, weil ich wieder eine andere Grafikkarte habe. Aber die funktioniert jetzt wenigstens. Und jetzt seht ihr schon ein bisschen was von dem RGB-Effekt hier vorne auf den Lüftern und auch auf dem Pumpenkopf. Ich werde jetzt gleich das Licht auch nochmal ausschalten und euch das mal richtig zeigen. Jetzt machen wir aber erstmal den Temperaturtest. Ich lasse ihn erstmal offen. Wirklich keine Deckelklappe vorne drauf, kein Glas drauf, sondern dass wir einfach mal schauen, wie laut wird das Ding und was für Temperaturen kommen dabei rum. Dafür haben wir jetzt auch wieder Cinebench hier am Start und HW Info. Ihr seht jetzt aktuell die Temperaturen, ja, so um die 20 Grad rum und hier unten habt ihr auch die Leistungsaufnahme. Ich habe den auf unbegrenzt gestellt, deswegen kann er sich jetzt so viel genehmigen, wie er möchte und dann werden wir uns die Temperaturen mal anschauen. Also wir sehen jetzt aktuell, haben wir hier eine Leistungsaufnahme von ca. 181 Watt
und eine Temperatur in der Spitze so, sag ich mal, knapp 70 Grad. Das ist extrem gut, vor allen Dingen ist die ziemlich leise. Ich werde das natürlich gleich auch nochmal messen. Also wir haben jetzt hier noch 26 Sekunden auf der Uhr. Man sieht es hier oben, läuft es schön runter. Wir waren in der Spitze bei 190 Watt. Jetzt gerade pfeift er sich so 175 rein. Lag in der Spitze bei 73 Grad, was echt wenig ist. Und die ist sogar relativ erträglich. Noch läuft er ja, 10 cm Abstand mit dem Messgerät. Ja, 45 Dezibel circa. Das geht echt klar. Das ist völlig in Ordnung. Wir lassen ihn jetzt auch nochmal in Ruhe zu Ende laufen, gucken uns dann mal den Score an. Aber hier ist auch noch Internet mit dran und ich hatte auch noch ein paar Hintergrundprogramme offen, unter anderem RGB Fusion und sowas. Deswegen den Top-Spitzenwert werden wir es hier nicht erreichen. Wir lagen da, glaube ich, zuletzt bei 22.100. Jetzt können wir gleich mal schauen, was dabei rauskommt. Ja, jetzt sind wir so auf 21.400. Wie gesagt, er hat eben auch noch Windows-Updates gemacht. Das Board ist ganz neu. Ich hatte ein paar Sachen installiert, natürlich nicht während des Benchmarks. Aber wer weiß, was der alles noch im Hintergrund gemacht hat. Die Temperaturen sind auf jeden Fall in Ordnung. Und damit das RGB nicht zu kurz kommt, hier nochmal die Frontansicht. Das ist ganz normal Rainbow RGB über RGB Fusion von Gigabyte. Man kann mit Signal RGB bestimmt noch bessere Effekte rausholen. Aber das ist jetzt halt wirklich so ein Standardeffekt. Wir machen jetzt noch den Deckel drauf, die Glasscheibe drauf und dann schauen wir uns die Temperaturen nochmal an. Und ich habe es jetzt auch nochmal dunkel hier drin gemacht. Jetzt ist nur noch die blaue Studiobeleuchtung da oben an und natürlich die rote da unten. Aber ihr seht, hier scheint es so ein bisschen durch an den Seiten und den Pumpenkopf, klar, den sieht man immer noch richtig gut. Und ich würde sagen, wir lassen ihn jetzt nochmal laufen. Der ist jetzt auch wieder ein bisschen runtergekühlt, liegt hier wieder so bei seinen 20 Grad, die wir auch eben zu Beginn hatten. Und dann legen wir mal los. Und hier haben wir jetzt mal ein wunderschönes Beispiel, was passiert, wenn ihr ein Gehäuse nehmt und die Lüfter zu nah an der Front sind. Ich musste ja jetzt die Lüfter so einbauen, weil es sonst nicht anders gepasst hätte großartig. Klar, ich hätte sie auch noch innen setzen können, hätte ich wieder andere Schrauben nehmen müssen, wäre alles blöd gewesen. Das passiert, wenn ihr nur Seitenschlitze habt und nach vorne zu wenig Platz. Ihr hört es vielleicht auch ein bisschen und ihr seht auch an der Beleuchtung, dass die wirklich ziemlich nah an der Front sitzen, aber die drehen sich. Also die drehen sich wirklich, sonst wäre das Ding schon dreimal hops gegangen. Aber wir haben hier nur diese Seitenschlitze und dadurch kann die Wasserkühlung jetzt natürlich nicht richtig arbeiten. Hätte ich jetzt so nicht erwartet, dass es wirklich so krass ist, aber jetzt seht ihr mal, was das für einen Effekt hat. Es geht ja auch hauptsächlich um die Wasserkühlung. Wenn ihr ein vernünftiges Gehäuse habt mit einer vernünftigen Meshfront oder hier oben halt, wie bei dem Gehäuse auch, einfach Mesh, dann funktioniert das. Aber wenn ihr ein geschlossenes Gehäuse habt, beziehungsweise nur solche Seitenschlitze, eher nicht so. Ich glaube, das können wir auch abbrechen jetzt an der Stelle. Wir hatten ja auch in der Spitze 194 Watt Leistungsaufnahme, sind hier schon bei 100 Grad angelangt. Dann fängt ja sowieso das Throtteln an. Können wir sein lassen. Ich habe die ganze Chose jetzt auch gestoppt. Man sieht direkt, wie die Temperaturen droppen. Aber ja, ihr habt jetzt gesehen. Was bleibt jetzt abschließend zu sagen? Diese ARGB-Variante kostet 130 Euro. Nehmt ihr die in schwarz ganz normal, kostet sie 110 Euro. Sie ist einigermaßen leise. Sie kann einen Prozessor, der sich seine 190 Watt reinschraubt, durchaus kühlen. Vorausgesetzt, das Gehäuse stimmt. Ich hatte auch schon bei Dubaro gesehen, dass die auch anbieten. Also wenn ihr euch einen Rechner konfiguriert mit einem vernünftigen Gehäuse und konfiguriert euch diese Wasserkühlung dann da rein, könnt ihr auf jeden Fall sicher sein, dass sie einigermaßen leise ist. Auch recht gut aussieht, ist jetzt nichts Besonderes, aber hey, RGB. Und die kann man durchaus nehmen. Für einen 12.700er, für einen 13.600er, 13.700er auch, wenn man ihn ein bisschen limitiert, weil der kann sich, wenn er möchte, 300 Watt reinschrauben, wenn er ihn noch übertaktet. Ansonsten pfeift er sich so zwischen, sag ich mal, 180 und 250 Watt rein. Das würdet ihr wahrscheinlich auch noch schaffen. Auf jeden Fall eine coole Wasserkühlung. Wenn ihr sie gewinnen wollt, schreibt einen Kommentar. Ich werde dann in den nächsten 2 Wochen jemanden auslosen und auch benachrichtigen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.